Ja, Tommy, ehe du hier bist, bist du verbrannt, ne? Eine Hühnerfarm. Richtig. Was habe ich mir überhaupt die Mühe gemacht? Ja. Weiß ich nicht, wo du die bauen solltest am besten. Da, wo Platz ist. Ja, das ist, sie sollte ja schon beim Bauernhaus und beim Stall sein, ne? Jo! Macht Sinn, ne? Macht mega Sinn. Mega. Was? Wie? Die sind so schlecht. Was? Wir sind so schlecht. Wir? Ja. Du. Guck mal, jetzt habe ich hier noch ganz viele drin gehabt. Schlecht. Ja. Nicht schlecht. Ja. Mega. Jetzt hatte ich tatsächlich hier noch welche drin. Oh ja. Was war wo drin? Sag's mir. Erstmal musste ich mich jetzt mal kratzen. So. Was? Während der Aufnahme? Wie kannst du sowas tun? Weiß ich nicht. Mach hier übrigens jetzt gerade das Wasserloch zu. Ich weiß nicht, ob du das noch brauchst. Wo? Wo? Was? Das war hier so vor unserem... Wir können ja... Keine Ahnung. Nee, brauche ich nicht. Wir können zum Schluss neue Teilchen... Nee, brauche ich nicht. Neue Teichs, neue Scheichs, keine Ahnung. Brauche ich nicht. Oh. Alles gut. Ich war gerade im Überlegen, wo du jetzt... Ja, ich will hier erstmal ein bisschen Fläche schaffen, um dann zu gucken, ob ich die Hühnerfahnen dann hier so dazwischen setze, weißt du? Ja. Hier sind ja auch ganz viele Höhlen, die ich jetzt zumache. Nee. Doch. Oh. Es kam letzte Aufnahme irgendwie keiner. Ja. Weil Mega noch dabei war. Drei Leute und jeder hatte einen Satz, ein Wort, ein Satz. Ja, also geil war jetzt auch nicht. Wir haben eigentlich so wirklich richtig... Da war das mit Dr. Wu besser. Boah, ich habe letzte Aufnahme so gelacht und selbst im Schnitt habe ich noch gelacht. Auch wenn ich mich nach dem Schnitt dann geärgert habe, dass die Datei 3 GB groß ist. Oder 4 sogar teilweise. Und dann war ja noch das Geile. Ich habe ja die neue Festplatte gekauft und die war in FAT32 formatiert. Die ja. Einen oder anderen wissen wahrscheinlich, was FAT32 für ein Format ist. Kurzum, es gehen keine Dateien über 4 GB. Egal ob Video, egal ob Musik, egal ob irgendeine Spieldatei oder sonst irgendwas. Alles, was über 4 GB ist, kannst du nicht direkt drauf spielen. Alles drunter kannst du drauf spielen, so viel du willst. Aber alle Daten, die über 4 GB sind, funktionieren einfach nicht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt? Was war das? Oh nein, jetzt haben wir eine Spitzhacke dabei. Ach, das war Plong Spitzhacke kaputt? Nee, das war, ich habe einen Stein gesetzt, auf einmal kamen 4. Oh. Warum auch immer. Naja, auf jeden Fall muss ich mir da jetzt eine Spitzhacke craften. Nee, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, so scheiße, irgendwas stimmt damit ja nicht. Ich kann mir keine Spitzhacke craften, weil ich gar keine Materialien dafür habe. Scheiße, außer eine Holzspitzhacke. Naja, komm, machen wir eben eine Holzspitzhacke. Ja, und dann musste ich die ganzen Daten, die ich schon ins Archiv, ins Neue gespielt habe, wieder rausholen, wieder sichern, auf eine andere Festplatte übertragen. Das hat übrigens 3 Stunden gedauert. Nachdem das dann übertragen war, durfte ich dann mal eben kurz von FAT32 die neue Festplatte auf NTFS formatieren. Das hat mal eben so 2 Minuten gedauert, wenn überhaupt. Mhm. Ja. Und dann durfte ich wieder 3 Stunden alles zurückkopieren. Und ich dachte mir nur so, what the... Weißt du Bescheid. Mhm. So, und jetzt ist aber alles wieder so, wie es immer war, immer sein wird und immer ist. Und das freut mich. Jetzt ist alles normal. Jetzt kann ich sogar Daten über 4 GB rüberziehen. Endlich, ja. Ich freue mich so. Ja, die ist eigentlich schon ein bisschen blöd, dass das einfach so von Herstellung auch so... Ja, total blöd. Warum? Es ist eine Festplatte. Ist doch logisch, dass man da mehr als nur 4 GB draufhaut, oder? Mhm. Eigentlich schon. 3, 4, 5. Vor allem, wenn die Terabyte-Größe hat. Aber... Gut. So. So. Ha. Also, ich weiß nicht, was du hier an deinen Dings. Oh.
Was? Was du hier noch ran willst, ob ich die hier so hinmache. Aber du weißt ja, wie groß die ist. Warte mal. Lass mich mal eben ein kurzes von oben überblicken. Ich würde die eher auf der anderen Flussseite bauen. Was? Nö, da ist viel zu wenig Platz, Marc. Echt? Ja. Oder da. Ja, hier. Da, nee, ja. Entweder da oder, guck mal da, da so. Da würde ich das jetzt vielleicht hinhauen. Hier so? Ja, da zum Beispiel, genau. Wenn dir der Platz reicht, vor meinem Feld. Ja, würde dann blockiert das. Das ist ja so eine Art Trichter, sag ich mal. Oh, du verrätst ja schon alles. Ich sag gar nichts. Du bist so doof, ne? Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Entschuldigung. Du hast es gesagt. Ich versuch's mal. Ist doch egal, Mann. Entschuldigung. Da bin ich ja mal gespannt, ob du da dran. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Bin ich ja echt gespannt. Ich auch. Was? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Sieht scheiße aus. Das war gerade cool. 1, 2, 3. Sieht scheiße aus. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geht nicht. Die Hälfte von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Die Hälfte von 14 ist 7. Geht nicht auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eventuell geht's doch auf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, geht auf. Geil. Wunderbar. Guck mal, Baby, was ich gerade gebaut habe. Eine Umrandung. Ja, schön. Für die Burg. Siehst du? Nice. Guck mal. Das sieht ja Hammer aus. So eine einfache Änderung und so eine Wirkung, ne? Ja, weißt du was? Ich habe gerade daran gedacht, weil es gibt ja... Nein. Nein. Just do it. Don't do it. Warum ging es letzte Woche und jetzt auf einmal nicht mehr? Ich weiß es nicht. Es ist eine Diva. Nee, was hast du jetzt? Woran hast du gedacht? Ich hab grad gegähnt, ja. Wo bin ich? Irgendwo in der Luft. Nein, ich hab jetzt das hier angelehnt an so richtige Burgen. Weißt du, wenn du so einen Pfad hochgehst zu einer Burg, ist ja auch schon immer sowas. Gibt's ja auch sowas, weißt du? So ein leichtes Mäuerchen. So ein leichtes Gemäuer. Ja. Und daran habe ich jetzt gedacht, mache ich das mal und lehne das mal an. Huch! Ich aber auch gerade. Ja, Country Reach Server. Internal Exception. Vielleicht lag das gar nicht an mir. Also jetzt mal am Laptop, sondern vielleicht war es wirklich gerade irgendwie... Country Reach Server. Oh nein. Warum? Okay. Wollen wir mal einen kurzen Cut machen? Ja, müssen wir ja. Eventuell haben die ja gerade auch was aufgespielt oder so. Also wenn ich es auch hab, dann heißt das schon was. Jo. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei der Server Down Show. Nee, heute nicht. Wir machen mal einen richtigen Cut. Komm, die Server Down Show hatten wir ja lange nicht mehr. Also ich habe jetzt nochmal aktualisiert, immer noch keinen Reach-Server. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen ganz kurzen Cut. Es tut mir leid. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Jo, bis gleich. Euer Paolo. Oh, Susi. Tschüss, bis gleich. Haut rein. Und damit wieder hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft Era. Nach diesem Server-Down-Show-Moment. Der war ein bisschen unklar. Ja, jetzt, wir dachten ja erst, das wäre serverseitig. Scheinbar war es auch so, keine Ahnung. Also ich habe jedenfalls gedacht, es wäre serverseitig. Ich habe den Server einmal kurz nachgestartet. Neu gestartet. Neu gestartet, so sieht's aus.
nachdem ich ihn dann neu gestartet habe, habe ich nochmal unser Internet kurz neu gestartet, weil ich heute hier einiges an Datenraten durchgejagt habe und dachte, vielleicht lege es auch daran. Und ja, jetzt scheint es erstmal wieder zu funktionieren, aber ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man was sagt, dann ist in 5 Minuten wieder die Welt unter. Ja, deswegen. Und deswegen... Gucken wir mal. Schauen wir mal. So, wo waren wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich habe hier noch kurz die Löcher zugemacht. Guck mal. Nee. Sieht doch gut aus, ne? Ja. Ich hab's doch gerade schon gesagt. Entschuldigung, ich wollte nochmal deine Meinung. Alter, was ist los? Ja, du bist müde. Du bist heute schon so zeitig aufgestanden. Ja, ich habe ja heute auch viel, viel gemacht, ne? Ja. Nicht. Und ich konnte heute gar nichts machen. Ja, das waren wir ja schon. Alter. Haben wir ja schon geklärt, warum. Ist ja auch nicht schlimm. Nur ich habe heute halt viel gemacht. Ich war noch vom Umzug hier den ganzen Rest. Er war heute im Prinzip fast den ganzen Tag unterwegs. Ja, den Rest. Wann bin ich aufgestanden? Ich glaube, weiß um ich 8. nicht, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ja, doch, ich glaube, ich bin um 8 aufgestanden. Bin dann um 9 circa. War es 9? Ja, doch, ich schätze, es war 9. Es muss ja jetzt auch nicht so genau sein. Bin ich dann. What? Halt die Klappe. Dann bin ich halt zum, Wertstoffhof gefahren mit dem restlichen Müll vom Umzug. Und hab dann im Baumarkt was eingekauft. Vom Baumarkt bin ich dann wieder nach Hause, bin zu meinen Eltern gefahren, hab denen was vorbeigebracht. Ja, nachdem ich dann wieder zu Hause war, habe ich Susi eingesackt und dann sind wir nach einem Möbelhaus gefahren, wie so oft. Unser Leben besteht im Moment nur noch aus Möbelhäusern oder ja, hin und her fahren. Unsere allwöchentliche Wochenendsbeschäftigung, Samstagsbeschäftigung. Ja, und ja. So war's. So und nicht anders. Und dann haben wir halt nichts gefunden in dem Möbelhaus, weil das Möbelhaus schließt und alle haben irgendwie nur Schnäppchen gejagt und da ist auch mittlerweile kaum noch was. So stelle ich mir übrigens die Hölle vor, habe ich Susi auch heute schon gesagt. Das war ja wirklich dämlich. Wir wussten das nicht. Ein Andrang sondergleichens. Dann auch noch mit den ganzen Prozenten und alles und hast du nicht gesehen. Mhm. Es war einfach nur schrecklich. Also so stelle ich mir tatsächlich die Hölle vor. Ich muss sagen, wir haben dann doch mal ein bisschen geguckt, weil man ist ja dann doch so, guck mal, wir wollen ja nichts verpassen. Nicht, dass es hier noch was super günstig gibt und wir sehen es nicht. Ich muss sagen, ja, wenn man jetzt so unheimlich auf Markenprodukte steht und so unbedingt da eine Schöpfkelle von WMF haben möchte und ohne die nicht leben kann und dann spart man da mal eben 10 Euro und das Ding kostet immer noch 30, ohne Scheiß, wirklich wahr. Wer das braucht, der... Eine blöde Schöpfkelle, ne? Die kriegst du beim Ikea für 2,50 Euro, wenn überhaupt. Aber gut, da haben die Leute dann eben zugeschlagen wie die Blöden, wo ich mir dann immer so denke, Mann, Leute, ihr bezahlt immer noch 30 Euro für so ein Ding. Muss das sein? Ja, wir haben jetzt das, was wir eigentlich wollten, nicht bekommen. Es war dann halt schon weg. Muss man damit rechnen, wenn ein Möbelhaus schließt. Und die hängen dann, die bestellen ja nicht nochmal nach, ne? Das hängt dann halt da, wenn die das noch haben. Und wenn das weg ist, ist es weg. Ja, und wir wollten eigentlich einen Spiegel fürs Bad kaufen. Ja, den hatten wir das letzte Mal so aus den Augenwinkeln so gesehen und hatten aber keinen Bock mehr, weil wir echt schon viel gekauft hatten. Und ja, wir hatten, waren da schon vier Stunden. Für, weiß ich nicht, ich so weiß es nicht mehr. 500, 600 Euro oder so hatten wir eingekauft. Wir haben Stühle geholt, eine Garderobe, die jetzt auch immer, endlich hängt. Du musst nicht immer. Ja, das ist leider so drin von meinen Eltern. Nein, das tut mir leid. Ich ab hier mit Werten, um dich zu schmeißen, weil das muss nicht sein, und das hier kein Mensch. So. Ja, auf jeden Fall haben wir vier Stühle geholt, die uns auf einmal super gut gefallen haben, wo wir auch noch einen Rabatt um den Ende gekriegt haben. Das war so geil. Das war ein schöner Moment, muss ja, ich sagen. Ja, weißt du, die Stühle, die waren genauso im Prinzip, wie wir sie haben wollten. Ja. Nur wir hätten danach 30 Kilometer entfernte Stadt fahren müssen, wo wir die gesehen haben. Wir wollten dafür auch unseren Sonntag opfern. Da haben wir uns echt wirklich übel böse gefreut, dass wir so ungeplant, die sind glaube ich noch schöner als die wir eigentlich haben wollten. Ja.
Ja, aber das definitiv. War... Das war wirklich... Das war so ein Juhu-Moment. Wo wir ja sonst immer echt... Naja, jeder, der öfters mal umgezogen ist oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedes Mal, jeder, der das mal mitgemacht hat, der weiß, man hat irgendwann keinen Bock mehr. Man kann keine Möbel mehr, Häuser mehr sehen. Man denkt, am Anfang ist das alles schön, ne? Am Anfang es ist immer noch schön, aber weißt du, ich denke mir die ganze Zeit so, ja, wir haben ja jetzt fast alles. Was willst du jetzt noch groß an Möbel gucken? Das, was wirklich richtig stressig ist, kommt noch.